Wir hatten hier gerade bei Skills Akimbo. Eure Fertigkeit, Umgang mit Pistolen, ermöglicht es euch, mehr Schaden anzurichten, wenn ihr mit zwei Waffen gleichzeitig kämpft. Manchmal schafft ihr es sogar, sie simulant abzufeuern mit tödlicher Wirkung. Immer aktiv, zwei Schadensbonus beim Führen von zwei Waffen, 2% erhöhter Schaden beim auf Exekutieren. Erfordert zwei angelegte Pistolen. Euer meisterlicher Umgang mit Feuerbüchsen erhöht eure Chancen, dass die Schüsse eure Ziele verwirren und Betäubung. Das ist, vielleicht sollte man noch ein bisschen mehr auf die Pistole gehen. Was ist das denn? Gifthagel? Uiuiui, zersplitterte Klefe. Es wird bestimmt noch krass werden. Jetzt gucken wir erstmal, was die Dame hat. Ach, wir haben ja noch Dynamit bei fürs Dynamitfischen, gell? Ich würde mal hier. Wir haben doch irgendwo Dynamit. Kann ich das nicht anwenden oder was? Ich würde da mal den hinpacken und ich würde da mal den hinpacken, weil wir die halt können, die Zauber, aber halt selten anwenden. Die gibt mir an sich, ich könnte mir ein paar Mana-Tränke kaufen. 70 Mana-Wiederherstellung, 50 Mana-Wiederherstellung. Ich nehme mal die großen mit. Und ich packe mir hier auch mal die großen rein, weil die kleinen bringt es jetzt nicht mehr wirklich. Ah, okay, da habe ich das Dynamit. Kann man das zielen oder was? Okay, guck mal, was der hier hat. Der hat natürlich jetzt nur Waffen, ne? Okay. Ach nee. Ach lol. Da ist die Was hat die dann hier noch? Moment. Ich bin gar nicht aufgefallen. Viehwürgeband. Erfordert Stufe 14, aber Bekleider keinen Halsbänder tragen. Eispanzer, Feuerpanzer. 10%ige Chance auf kritischen Treffer. In der One-Shot-Kombination sollte das eigentlich ganz geil sein, ne? Kauf das mal. Okay. Was ist das eigentlich? Trank der Eisresistenz. Okay. B. Wenn ich dieses Ding. Ach so. Ja, da bringt das schon viel mehr, das Viehwürgeband. Guck mal, wie krass das ist im Vergleich. Leute, das epische Halsband ist auch Stufe 4. Ja, da lege ich natürlich das an. Okay. Dann gucken wir jetzt mal hier rüber. Ist ja kein Wunder, dass wir das nicht weiterkommen, wenn wir das nicht gemerkt haben. Pioniershaube, überlegen. 14 Eispanzer, 4 Rüstung, ist jetzt nicht so praktisch, kann ich sowieso nicht anziehen, sehe ich gerade. Leder. Alter, guck dir das mal an. Kauf ich? Was haben wir hier? Die sind an sich ganz gut. Ja, das ist an sich ganz gut, meine ich. Handschuh. Haben wir jetzt ja den Gesundheitshandschuh. Der wird aber auch nicht wirklich übertroffen, gell? Hosen. Ist die schon mal besser? Oh. Es tut mir leid. 6 Rüstung gegen Körperschaden. 34 Rüstung gefundene gefundene Goldmenge um 1 erhöht. Ist natürlich auch geil. Ja, das hallo, 3400 extra kaufe ich mir. Und Schuhe haben wir. Gesundheitsrückstoßen, Resistenz. Mega viel Gesundheit.
Gesundheit. Ich würde den nehmen. Dann tauschen wir den ein. Dann tauschen wir die ein. Dann tauschen wir das ein. Verkaufen das, das und das. Ja, hallo, Körperpanzer. Das sieht ja jetzt viel besser aus schon. Wollte ich vielleicht doch ein Eispanzer, habe ich ja ganz gut eigentlich. Und da kann ich gleich mal hier diesen komischen Würfel da ausrüsten. Weiß nicht genau, was der bringt, aber ich mach's einfach mal. Ich werde sich bestimmt eine denken, oh nein, wie dumm, Junge. Aber die wollte ich auf jeden Fall aufheben und das da brauche ich jetzt nicht mehr. Genauso, die brauche ich noch. Chaos-Glutstein. Schnellere Bewegung und zurückstoßen. Ja, Moment, waren wir schon fertig? Ja. Oh, willkommen. Ah, das ist auch nicht schlecht. Ich könnte den verfluchten Atem mal entfernen. Und dafür dann doch lieber in den Fesselschuss investieren. Testen wir den mal. Also bei Bossgegnern ist das geil. Tust dir aber fesseln. Und dann nehmen wir mal das Portal und hoffen, dass wir jetzt ein bisschen länger durchhalten. Wir wollen zum Raureifhügel. Und ich hoffe mal, wir halten jetzt ein bisschen länger durch. Na komm schon. Mit Kanonen und Faustbüchsen kannst du nichts machen, weil du es nicht zu Ende lesen konntest. So, kann man eigentlich schneller laufen irgendwie? Ach schon, so bleibst du stehen und schießt einfach. So, ich war auch noch angewöhnt, dass ich Feststelltaste drücke. Beim, was haben wir hier? Aha, 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 aha. Interessant. Hier haben wir einen Felsen, den könnten, oh, ein großer Higher Drunk. Großer Higher Room, oh mein Gott. Das ist jetzt natürlich gar nicht so gut. Dann machen wir das halt so. Was haben wir denn da? Oh mein Gott. Jetzt würde ich mal hier den fetteren Schuss so ein bisschen ausprobieren. Wow, 5, 4, wow. Krasse Schokolade. Der Goblin, der macht da kurz ein bisschen mit. Aua. Wuhu! Oh mein Gott. Na super. Wird's einmal richtig ernst, ne? Euer Begleiter ist verwundet. Wird's einmal richtig ernst, dann macht er hier schlapp. Also es ist. Ich habe wenig Mana. Euer Begleiter ist schwer. Ich brauche mehr Mana. Nicht noch so einer, nein! Begleiter ist schwer verletzt. Euer Begleiter flieht. Wie kann ich den? Achso, 6. Begleiter ist geflohen. Okay, ich muss ja angewöhnen. Das muss ich mal umlegen. Moment. Ich leg mir hier den Fesselschuss drauf und leg mir hier den Begleiter drauf und leg mir hier den Sprung drauf. Uah. Da kann ich nämlich fesseln und dann zerschießen.
Euer Begleiter ist Euer Begleiter ist verwundet. Ja, ja, das ist mir schon klar, aber ich kann da also gerade wenig machen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht da reinrenne. Ist ein Geisteskranker. Ja, Mann, der Begleiter ist geflohen. Wir haben es langsam echt gerafft. Das ist nichts Neues mehr. So, jetzt müssen wir irgendwie mal gucken, dass wir hier den Herr von Ich bin Frosty McFrostfree. Wow. Das war unser Begleiter, der den Grapplet gemacht hat. Okay. Da ist wieder eine Prago-Ding irgendwas. Ich kann das nicht lesen. Oh, ein großer Heiltrank. Da sage ich nicht nein. So muss das sein. Da ist wieder was. Das wieder. Die Felsen sind so sinnlos, dass mir hier begegnet ist. Also eigentlich gefällt mir das. Wow. Euer Begleiter ist schwer verletzt. Oh, Alter, ich hab dir doch gefesselt. Mana. Stirb, kill. Ich nicht, ich stirb. Kill ihn. Euer Begleiter ist verwundet. Ich brauche mehr Mana. Ja, ich glaube, den darf ich nur bei Bossgegnern anwenden. Das verbraucht eine Menge Mana, dieser Schuss, glaube ich. Hier haben wir Berge, hier haben wir so hier, blablabla, blablabla. Oh, was haben wir denn da? Okay. Ah, ich würde gerne nochmal meine Waffe ein bisschen upgraden, mein lieber Freund. Oder ich probiere mal, wenn wir mal ein bisschen Abwechslung reinkriegen, ich probiere mal die Pistole abzugraden. Oh, probieren wir mal so. Das Glück ist auf eurer Seite. Sehr schön. Das Glück ist mit euch. Okay. Ach, das hat es jetzt zwei Socke hergestellt, okay. 46 Schaden pro Sekunde. Übermittelt 35%. Okay, ich würde sagen, der ist mittlerweile besser als unser Bogen. Oder können wir den Bogen auch noch aufrüsten? Den Bogen können wir auch noch aufrüsten. Ich würde aber lieber, jetzt da wir das haben, würde ich lieber ein bisschen in diese Glückswürfelrüstung stecken, weil die ist halt doch sehr... Ihr habt Glück. Okay, und damit haben wir einen neuen Slot da freigeschaltet. Glückswürfel und Feuerpanzer würde ich da reinpacken. Geile Schokolade. Alter, wird immer krasser. Das. Ich weiß aber nicht, ob wir noch weiterhin so viel. Ich guck mal, ob wir vielleicht dann die Stiefel noch mal. Geht auch. Das Glück ist auf eurer Seite. Dann nehme ich die Stiefel nämlich noch und dann packe ich in die Stiefel die letzten Socke rein. Was ist das hier eigentlich? Lederschultern? Nö, das ist nicht besser als unseres. Und dann gucke ich mal. Ist die einhändig? Kann ich wieder theoretisch? Gibt es jetzt irgendwie mehr Schild oder was macht das? Zurückstoßresistenz, Blockchance, 6%. Boah, krass. Geil. Na, dann laufen wir mal so durch die Gegend jetzt. Und gucken, ob das was bringt. Boah, geil. Das schaut auf jeden Fall ordentlich rein. Und zudem haben wir natürlich jetzt noch Resistenz. Das macht genauso viel Schaden wie die andere. Ja, haben wir Resistenz noch. Das ist natürlich, also ich finde das schon. Seemannstruhe. Wappen der Teiche. Alles klar, da haben wir unsere erste Truhe gefunden. Jetzt weiß ich schon, was das Tor von dem anderen vorhin war. Da müssen wir also auch nochmal rein. Wir gucken mal hier lang. Hier sehe ich nämlich, haben wir noch nicht alles erkundet. Wir machen hier echt kurzen Prozess. Die haben nicht mal die Chance irgendwie zu uns dran. Wappen der Gezeiten. Oh, super. Haben wir das nächste. Da finden wir uns eine. Wo wir auch schon wissen, wo das ist. Weidenhain.
kriegen echt kaum Schaden. Das gefällt mir hier. Wir gehen auch gerade bevorliebt auf unsere... Wow, was ist das denn? Wow, what the fuck? Das war jetzt ein bisschen mehr Schaden als erwartet. Alter! Ich meine, an sich machen die keinen Schaden, also wenig. Aber in Masse ist es doch... What the fuck? Oh oh, oh oh, was bist du? Werwolfscheuser, super. Gefällt mir. Euer Begleiter ist geflohen. Ach da. Ich habe auch gerade sonst nichts anderes. Wow! What the fuck? What the fuck is going wrong with you? Say it to me. Du brauchst eindeutig mehr Skill, mein Junge. Das hat nichts mit dem Mana zu tun. Du, ah! Neverscheuser, das sieht aber auch geil aus. Ey. Haben sie echt... Hä? Ist es da hinten wieder? Irgendwie so ein kleines Orientierungsproblem hat das, oder? Oh, es kann teleporten. Ich hasse es. Alles, was teleporten... Wow! Alles, was teleporten kann und nicht ich heiße, ist scheiße. Alter! Hab ich's erwischt? Ach, fuck. Ich habe nicht genug Mana. Ja, ja, du hast kein Mana, ich hab schon verstanden. Okay, gut, jetzt kriegst du dein Mana. Da, Mana, 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 Mana. Alter. What the fuck is going wrong with you? Schön, dass ich die von hier oben alle platt machen kann. Der trifft mich nicht mal. Oh, ist das geil. Ich kühle die einfach von hier unten alle geschmeidig.